Nur wenige vertrauen aufrichtig auf Allah Azza wa Jal. Und diesen, denen geht es gut. So oft wurde schon darüber gesprochen, doch die meisten sind nicht danach gegangen. Die meisten haben kein richtiges Vertrauen auf Allah. Die meisten glauben, sie müssen sich verändern, damit sie diese oder jene Jobstelle bekommen. Und nur wenige vertrauen aufrichtig auf Allah Azza wa Jal. Und denen geht es gut. Diese Menschen sind Muslime, sie sind Gläubige, sie wissen, wer ihr Rabb ist, sie wissen, wer ihr Herr ist, sie kennen ihren Schöpfer, sie kennen Allah subhanahu wa ta'ala. Lieber Bruder, egal wer vor dir steht, liebe Schwester, egal wer dich umzingelt, vergiss nicht, Allah hat die Macht zu allem. Allah ist der Allmächtige, Allah ist der Größte, Allah ist dein Schöpfer. Lass dich nicht runterziehen, sei stark. Nur der dich erschaffen hat, kann dir helfen. Und das ist einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. So wende dich ihm zu, mach Dua, sprich ein Bittgebet und sei aufrichtig darin. Bete und sei standhaft in deiner Religion nach Koran und Sunna. Egal ob du krank bist, egal ob du gerade arbeitslos bist, was auch immer dir gerade widerfährt und wer auch immer ein Problem mit dir hat. Wenn Allah dich liebt und mit dir zufrieden ist, dann ist das besser als alles andere überhaupt. Allah subhanahu wa ta'ala hilft seinen Dienern, wenn sie aufrichtig ihn bitten und wenn sie standhaft sind und auf Allah vertrauen. Komm aus deiner Black-Phase raus. Sei nicht depressiv. Sei glücklich. Du bist ein Muslim. Allahu Akbar. Da kann man haben, was man will. Aber es gibt keine größere Gnade, als dass du ein Muslim bist. Hast du mal einmal aufrichtig, hast du schon mal einmal in deinem ganzen Leben aufrichtig Allah dafür gedankt, dass er dich zu einem Muslim gemacht hat, ein einziges Mal wirklich aufrichtig gesagt, Alhamdulillah, dass ich Muslim bin, und wirklich vom Herzen, dass dein Herz brennt vor Glückseligkeit, vor Freude. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Die Welt. Was ist schon die Welt, wenn du doch später ins Paradies eintreten kannst, weil du Muslim bist? Und du weißt doch, dass Allah der Allverzeihende ist. So bitte Allah aufrichtig um Vergebung für das, was du getan hast. Unterlasse die Sünde und beabsichtige, sie nie wieder zu tun. Und sei standhaft darin. Und möge Allah Azza wa Jal dir alle deine Sünden vergeben. Allahumma amin. Ya Achi, ya Uchti, vergiss es. Du brauchst nicht traurig zu sein. Du brauchst das gar nicht. Du hast das gar nicht nötig. Du bist ein Muslim. Du hast eine geehrte Stellung bei Allah Azza wa Jal, allein schon, weil du Muslim bist. Ein paar gezählte Tage und insha'Allah ta'ala dürfen wir mit der Shahada sterben. Mit Ashhadu anna la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Und dann, insha'Allah ta'ala, wird alles gut. Und bi'iznillahi ta'ala wird dich dann kein Kummer mehr treffen, keine Trauer mehr treffen, wenn du stirbst und Allah mit dir zufrieden ist. Das, was du hier siehst, diese Welt, diese Autos, dieses Geld, diese ganzen Ortschaften und diese ganzen Sachen, die es hier gibt. Es gibt viele schöne Sachen auf der Welt, aber die ganze Welt zusammen und was in ihr ist, ist nichts, nichts, gar nichts im Vergleich zum Paradies. Und egal, selbst wenn die Welt unter Feuer gehen würde und auf einmal Flammen aus dem Boden sprießen würden, es ist nichts. Nichts im Vergleich zu dem Höllenfeuer. Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer bewahren und uns die höchste Stufe vom Paradies, Jannatul Firdaus, geben. Allahumma amin. Liebe Geschwister,
Besucht uns auf Facebook, der Islam verbindet, Instagram, der Islam verbindet, auf Snapchat heißen wir aber nur Islam verbindet und abonniert uns hier auf YouTube, der Islam verbindet. Teilt das Video, motiviert eure Geschwister für Allah Azza wa Jal, verbreitet es. Lasst uns an einem Strang ziehen und lasst uns auf Allah aufrichtig vertrauen und abonniert unseren Kanal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danke fürs Zuschauen, das war's jetzt vom Video und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.